liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran, und ich will euch herzlich willkommen heißen zu einem kleinen überraschenden Indie-Horror-Projekt, Indie-Horror-Gemale. Der Trend greift um sich, hat gestartet wohl mit Amnesia, obwohl es mich eigentlich gewundert hat, dass das Spiel so spät erst entdeckt wurde. Das war eine ganze Zeit schon draußen, liebe Freunde, bevor es dann den Hype-Ball für sich gegriffen hat. Und jetzt kennt es wahrscheinlich jeder, und ich glaube, wenn Amnesia 2 rauskommt, kann man das schon nicht mehr als Indie-Horror bezeichnen. Also, die wissen jetzt, dass sie ihre Käufe haben. Und ich glaube, das gefällt ihnen auch. Aber ist ja gut. Dann, wenn die weiter Hochqualität liefern, dann gebe ich da auch gerne weiter für Geld aus. Wie dem auch sei, ich war so ein bisschen in der Laune. Ich habe, woran liegt es eigentlich, dass ich in der Laune war? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe aus irgendeinem Affekt heraus, habe ich plötzlich nach Indie-Horror-Games gesucht auf Google und bin darauf mehrere Ergebnisse gestoßen, die ganz nett klangen. Und eins davon war dieses hier. Und zwar nennt sich das Fibrillation. Ich weiß nicht, warum es so heißt. Es ist ein sehr komischer Name. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Und Fibrillation ist Indie-Horror, hat ein Budget von $180 gehabt, wenn man sich mal informiert. Ist von einer Person entwickelt worden, glaube ich. Und ist aber nicht umsonst, kostet 1,99 €. Es gibt eine Demo davon, aber da das Spiel an sich wohl sehr kurz sein soll, habe ich mir gedacht, warum die Demo und den 1,99 €, den habe ich jetzt gerade noch so, weil ich sitze ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause, ich arbeite ja, ne? Und da kann ich nur wieder mal 1,99 € ausgeben. Und das war es mir irgendwie wert. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Ding hier, das nimmst du jetzt einfach mal ganz spontan auf. Und Fibrillation, was ist es? Wie gesagt, Indie-Horror. Es ist nichts so wie, ja, was wir alle kennen, Slender und so weiter. Es gibt ja quasi diese ganzen Indie-Horror-Games, bauen ja gerne auf derselben Struktur auf, dass man irgendwie verfolgt wird und weglaufen muss und dabei irgendwas einsammeln noch vor lauter Panik. Sondern das hier ist wohl eher, geht so in Richtung Railroad. So wie Dear Esther, wenn ihr das vielleicht kennt, das gibt's auf Steam, ist ganz billig, kann ich jedem empfehlen. Es hat nichts mit Horror zu tun. Da wird man quasi an einer festen Bahn entlang geführt und geht so durch verschiedene Emotionen und durch so eine kleine Geschichte, die einem da erzählt wird, ist regt sehr zum Nachdenken an und so weiter. Und Fibrillation soll wohl eher so in diese Richtung auch gehen. Nicht so ganz, dass man an festen Bahnen lang geleitet wird, man kann sich schon frei bewegen, soweit ich das gesehen habe. Aber ja, ich denke mal, was gibt's da noch zu sagen? Ich denke mal, das wird ganz interessant. Ich bin so gespannt, wie das werden wird, genau jetzt, was da auf uns zukommt. Was genau der Inhalt ist, weiß ich nicht. Ich weiß, man läuft durch dunkle Gegenden, das ist klar, in die Horror, ne? Und was ich gelesen habe, auf jeden Fall, der Protagonist, den man spielt, der muss wohl hin und wieder mal ein paar One-Liner lassen und die müssen so ein bisschen die Immersion, ja, breaken. Also, versucht sie zu ignorieren, es soll wohl sehr störend sein, wenn der Typ immer hin und wieder irgendwie was von sich gibt, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen oder so, ich weiß es nicht, spiegelt's by the way nur auf Englisch und ja, bevor ich mich jetzt hier weiter verquatsche, es dauert ja schon wieder ewig, 3,5 Minuten oder so, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, Fibrillation, los geht's. Fibrillazione. Das war nicht gut. Press, Enter, to continue. Ich trau mich nicht, liebe Leute. Ich trau mich nicht. Doch, wir machen's einfach. Wir machen, sollen wir? Ja, komm, wir. Nee, wir brechen wieder ab. Nein, wir drücken Enter. Enter. Oh mein Gott, ist alles weiß. So we do not lose heart. Though our outer self is washing away, our inner self is being renewed day by day. Es ist zu schnell weg gewesen. Tut mir leid. Save your strength. For Ewan Barrington. Too bright. Das ist echt sauer. Und das war schon die Stimme, die wir gehört haben. Ich laufe jetzt einfach gerade aus. Left Shift Acceleration. Ah, das ist Flitzen. Oh mein Gott, da vorne bewegt sich was. Space Jump. Ah, sehr schön. Ich kann auch jumpen. Großes Tennis. Left Mouse Button, Close Eye. Ja genau, das ist ein Feature in dem Spiel. Ich kann, sobald ich die linke Maustaste drücke, schließe ich meine Augen. Ich blinzle quasi. Soll wohl irgendwie ein Feature sein. Jetzt ist da ein Turm. Was sind das für Geräusche jetzt? Komme ich dem Turm überhaupt näher? Ich begreife es gerade. Doch, wir kommen näher. Ich gehe mal davon aus, wir müssen da rein. Das erinnert mich ein bisschen an Bioshock. Und ich werde jetzt ab jetzt versuchen, ein bisschen ruhiger zu sein, die Atmosphäre so ein bisschen wirken zu lassen. Ich hoffe, es kommt Atmosphäre. What the hell Holy is going shit. On here? Das ist eine berechtigte Frage. Oh mein Gott, die Musikuntermalung. Oh mein Gott.
Hallo? What? Was? Gütiger Himmel. Oh, es ist ganz schlimm, wenn der Mann blinzelt, dann sieht man teilweise... Also, man sieht ja da nichts mehr kurz. Das ist ganz beunruhigend. Oh, shit. Oh, shit. Gehen die Türen auf? Ich glaube nicht. Mein Gott, dieses Blinzeln. Okay, wir gehen mal hier lang. What the f... I'm totally tripping, man. Oh mein Gott, halt die Fresse, was ist das denn? I'll wake up at some point. Oh mein Gott, was war das denn? Okay, dieses schlimme Brummen ist hier. Ne, da ist wieder. Dieses Blinzeln regt mich furchtbar auf und ich mache es auch noch selber. Ich drücke einfach linke Maustaste hin und wieder. Fragt nicht. Oh mein Gott. Okay, wir gehen jetzt mal diese Treppe hoch da. Ganz dummes Gefühl bei der Sache, liebe Leute. Warum sind wir hier? Was war das für ein Turm? Was? Was ist das denn? Ich habe gesehen, wie ich einen Schritt rückwärts gelaufen bin. Don't like this. Ja, ich auch nicht. Du kannst die Klappe halten. Ich kann für mich selber denken. Und das hier ist übrigens normale Laufgeschwindigkeit, ja. Wir können zwar noch sprinten, aber das will ich irgendwie nicht. Ich habe Angst, irgendwas in die Arme zu laufen. Gott, nein, was ist hier los? Eine Tür, Dunkelheit. Was? Oh Gott, warum ist schwarz-weiß? Ist hier irgendwo was? Ich renne jetzt einfach. Ich geh. Was ist das denn? Oh mein Gott. Lauf. Oh mein Gott, Sackgasse. Lauf zurück. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich höre eine Frau weinen. Mary. Mary? I can hear you, Mary. Mary? Bist du hinter der Tür? Gütiger Himmel. Mir geht's nicht gut. Oh Gott, das sag nicht, es ist ein Treppenhaus. Es ist ein Treppenhaus. Ich muss an SCP denken. Containment Breach. Wer das Ding noch nicht gespielt hat, das ist ganz schlimm. Das ist richtig schlimm. Also SCP ist richtig schlimm. Ich finde es schlimmer als Slender, muss ich ja persönlich sagen. Um Gottes Willen. Ich hoffe nicht, dass hier dasselbe passiert. Ich spoiler jetzt einfach mal nicht. Für die Leute, die SCP noch nicht gespielt haben und spielen wollen. Gott sei Dank ist es nicht ganz so dunkel hier. Einfach mal. Hallo? Oh, dieses Blinzeln immer, wenn man irgendwo was sehen will. Nehmt man blinzelt ja und es wird schwarz. Hallo? Oh mein Gott, ich höre ihn laufen. Was? Ich höre ihn laufen und die Tür ist zu. Oh mein Gott, riesige Räume mit dunklen, schwarzen Ecken. Oh Gott. Was? Was? Was ist jetzt los? Ich gehe einfach. Ich lasse es einfach passieren. Ich gehe einfach. Um Gottes Willen, was ist hier los? Der Geist, der uns bedroht, ist vielleicht der Innenarchitekt oder so. Der hat jetzt schnell den Raum umgebaut. In the blink of an eye. Ich gehe jetzt einfach mal vorwärts. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Zum Aufheben habe ich ja auch noch nie was gefunden. Ich glaube, das ist auch vom Spiel nicht so vorgesehen. Wir sollen, glaube ich, einfach laufen und erleben. Ich gehe schneller. Wo sind wir überhaupt? Was ist das? Ist das ein riesiger Damm oder so? Es geht auf jeden Fall sehr tief runter. Alter, jetzt. Herzschlag. Was ist? Was? Ich sehe. Um Gottes Willen. Was ist das? Der Vogel! Der auch! Was ist das denn? Oh mein Gott! Ich gehe. Er hat mich. Ich glaube, der Rauch hat mich nicht gesehen. Blöder Vogel, geh weg! Arschlecken nochmal.
Treppe runter, Treppe runter, Treppe runter. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich da jetzt einfach so runtergesprungen bin. Runter, so viel zum Thema runterspringen. Sterbe ich jetzt? Sterbe ich jetzt? Oh mein Gott, ich bin noch nirgendwo runter. Oh Gott. Ich glaube, es soll so sein, oder? Ich glaube, es soll so sein. Hallo? Hallo? Fallen wir jetzt für immer hier runter? Kann ich wegblinzeln? Hallo? Dream? This dream is taking forever. Damn nightmare! Enough already! Enough! Okay, die Stimme muss echt nicht sein, aber was ist das denn jetzt hier? Was macht diese Geräusch? Ich muss gerade an so eine Denkmalbaute denken. Die ist in Berlin, ganz in der Nähe vom Brandenburger Tor. Eigentlich gleich daneben, soweit ich mich erinnere. The Stinky, du als alter Berliner, sag doch mal, ja, das stimmt, wa? Das ist da so. Das sieht ja genauso aus. Googelt einfach mal, was der Hintergrund dieses Denkmals ist. Ist das hier das vielleicht? Sind wir in Berlin? Haben wir irgendwas mit Hitler zu tun? Weiß es nicht. Oh Gott, was... Was ist das denn? Eine Stromleitung oder sowas? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Das ist ja unendlich. Wo, was ist mein Ziel? Sollen wir einfach mal der Stromleitung folgen oder so? Die scheint ja irgendeinen Weg lang zu laufen. Oh. What? Okay, ein blaues und ein orangenes. Ist das vielleicht wichtig? Soll ich mir das merken oder so? Hallo. Okay, hier ist wieder das. Das geht ja wahrscheinlich einmal rum, kürze ich ab. Schwimm mal drüber, nicht, dass uns ein Schlag trifft und tötet. By the way, was ich auch gelesen habe, ist, ich laufe jetzt hier einfach die Stromleitung entlang. Man hat bloß eine Möglichkeit, durchs Spiel zu kommen. Das ist ja relativ normal bei diesen Spielen. Slender ist ja auch, wenn man getroffen wird, zack, fängt man von vorne an. Hier ist es echt auch so, wenn man startet, hat man nur einen Versuch. Wenn man aus irgendwelchen Gründen, und ich weiß ja nicht, welche es da geben könnte, stirbt, vielleicht durch diesen Strom hier zum Beispiel, fängt man wieder ganz von vorne an. Also das Spiel macht da keine Gefangenen. Pardon. Ich habe Angst, dass... Weil ja immer wieder die... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Rauchding ist da. Das Rauchding ist da. Was ah, es ist weg. Was ich sagen wollte, wenn hier die ganze Zeit immer wieder diese Stromdinger an mir vorbeikommen, nicht, dass die im Kreis laufen und ich laufe jetzt echt falsch dieser Stromleitung hinterher. Da sind Bretter. Sind wir nicht runtergefallen auf Bretter? Es ist doch, wie ich befürchtet habe, oder? Und, nee. Ach nee, da lag noch ein Fass, wo wir runtergefallen sind. Vielleicht bin ich noch richtig. Vielleicht bin ich noch ganz richtig im Kopf. Hallo? Somebody there? Billy? Hallo? Satan? Hey, hallo? Das ist echt beunruhigend. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Fliegt da oben was in der Luft oder so? Oh Jesus, oh Jesus. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich will hier auch raus. Ich will weg von dem Ding hier. Das ist... Ich kotze diese Unendlichkeit in alle Richtungen an. Ich hoffe, jetzt kommt gleich irgendwas. Beamgerät oder so. Hallo? Oh mein Gott, das ist ein Knurrgeräusch. Was ist hier? Gänsehaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Schwarze, oh mein Gott, die Vögel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, nicht hingucken! Oh mein Gott, was ist das? Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Oh, Treppen, 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 Treppen hoch. Treppen hoch. Treppen hoch. Oh mein Gott, was ist das denn?
das? Oh mein Gott, hatte ich jetzt Gänsehaut. Warum auch immer, ist es so schwarzer Rauch. Oh, kann man hier irgendwas machen? Hier muss da was sein. Ja, Vögel schnauzen. Hallo? Was fliegt da oben am Himmel? Was ist das? Ach so, ja, hier muss ich wahrscheinlich drüber springen, ne? Ja, hier ist ein Bretter, toll. Ich merke, dass ich irgendwie die ganze Zeit so ein Drall habe. Der drallt beim Laufen. Seht ihr das? So nach rechts ist der jetzt. Das ist nicht, weil ich nach rechts gelaufen bin. Der drillt einfach so. Ich will hier nicht runterfallen. Ich muss den ganzen Weg wieder laufen, wenn ich runterfalle. Oh Gott. Gleich sind wir am Rand des Übels. Gleich sind wir. Was? Was ist das? Hallo? Sieht aus irgendwie wie, was weiß ich, wie im Fernseher sah das eine aus. Ist weg. Ist weg. Was? Oh Gott! Wieso steht hier plötzlich ein Block? Oh Gott! Was ist das mit dem Block? Ist das eine mini-chinesische Mauer? Oh, ein Eingang! Und ein Treppenhaus. Großartig. Großartig. Ich mag Treppenhäuser. Bin ein großer Treppenhaus-Fan. Ich hoffe, es bleibt wenigstens hell hier. Wir gehen einfach schweigend das Treppenhaus hinab. Und es wird immer dunkler. Oh Gott. Das kann einfach nicht der Ernst sein. Ich will hier raus. Geh mal los. Bitte sei zu Ende, Treppenhaus. Bitte nein. Warum ist da so ein schwarzes Gedöns? Ein Loch. Ich spring drüber. Ich kann nicht drüber springen. Ich kann nicht. So kann es schief gehen. Ah, oh, ich glaube, das wird sein müssen, okay. Die Treppe ist kaputt. Es ist ein schwarzes Loch, oh mein Gott. Hallo? Ah, oh, okay. Der Architekt war wieder am Werk. Der Architekt. Oh. Ich habe gerade ein Déjà-vu, ich muss an Silent Hill Downpour denken. Da muss man relativ am Anfang vom Spiel. Da kommt man plötzlich in so eine Treppe und die läuft man hoch und hoch und hoch und hoch und irgendwann denkt man sich, WTF, was ist das für eine Treppe? Wieso geht die immer weiter? Und dann, irgendwann merkt man, dass man sich umdrehen und wieder runterlaufen muss. Und dann geht es quasi unten von wo man gekommen ist, wieder weiter. Das ist so ein, man würde quasi sich im Wolf laufen. Ich laufe jetzt einfach. Gott, was ist das für ein Geräusch? Ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Wir uns doch umdrehen, ich weiß es nicht. Warum mich nicht umzudrehen? Ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt. Also, ich habe Angst, wenn ich mich jetzt umdrehe und laufe wieder hoch, laufe ich genauso lang wieder hoch und es war umsonst, dann muss ich wieder runterlaufen und so. Einfach laufen. Einfach immer weiterlaufen. Das ist ja alles kein Ding. Zack, 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 zack. Was ist hier los? Oh, da laufen wir doch wieder hoch. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich traue mich nicht. Ich will nicht, dass es umsonst war. Aber doch, ich habe das Gefühl, das Ding, das ploppt immer wieder neu auf. Merkt ihr das? Das sieht aus wie so ein leichter Cut im Bild, als ob sie es immer wiederholt. Seht ihr an der Wandtextur? Seht ihr das? Wiederholt sich doch, oder? Das ist so eine endlos nach unten Treppe. Ich muss umdrehen. Ich gehe wieder hoch. Ach. Ja, hier die ganze Zeit schon umdrehen können. I've been here before. Was? Oh Gott, hier waren wir schon. Ja, stimmt. Oh. Böser Architekt. Die Musik ist so unglaublich schlimm. Diese großen Räume mit den ganzen schattigen Ecken.
schlimmer als kleine enge Gänge eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Immer an der Wand lang. Immer mit dem Rücken an der Wand lang. Das muss doch mal zu Ende sein. Puss! Oh. Was war das denn? Nicht weitergehen. Ich will einfach nicht weitergehen. Ich sehe absolut nichts. Was ist da für ein Geräusch? Oh, es wird heller. Es wird heller. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das da vorne? Oh mein Gott, was? This place looks real enough. Was ist hier los? Was ist das? Fernseher oder so? Oh, was ist da? Was ist das alles? Damn bird! Was ist das da vorne? Shit! Die Vögel! Röntgenbilder! Oh, was zeigen die? Das da ist doch... Das da, Schulterbruch, Schenkel, Halsbruch. Genickbruch, was? Ist das Hirn? Hirnblutung oder so? Kann es sein, dass wir gerade am Sterben sind und irgendwie, wisst ihr so, in dieser Zwischending, wenn wir scheitern, sterben wir, wenn nicht, leben wir nochmal? Kann das sein? Das kann gut sein. Ich gehe mal. War hier nicht gerade ein Durchgang? Alter. Wo geht's hier weiter? Müssen wir hier irgendwas machen? Können wir die Tür aufmachen oder so? Nee. Wo geht's hier lang? Until it's time, baby. You give me my knife. And I'll show you the way how it's done. Wo geht's denn hier weiter? The heavens break with the sun shining. Hallo. Was? Nee, wir müssen da nicht runter, oder? Wir müssen dort. Oh! Shit! Da bin ich jetzt? Müssen wir hier runter? Es ist dunkel. Da war doch gerade noch Licht. Wieso ist es jetzt schon wieder dunkel? Oh mein Gott! Hallo? Hallo? Zwei dunkle Gänge links und rechts. Oh Gott. Ich geh mal da. Hier. Links oder rechts? Links oder rechts? Links, ich gehe links. Links ist die gute Seite. Hm. Oh mein Gott. Ich muss mir in solchen... Was ist hier? Fenster mit einer Lampe? Ich muss mir in solchen Situationen mal vorstellen, was macht man als Mensch, wenn man tatsächlich in so einem Gebilde hier steht? Hinter einem Dunkel, vor einem Dunkel. Man weiß nicht, wo man ist, man weiß nicht, wo es rausgeht. Alle Türen sind zu, nur diese dunklen Gänge hier. Da hält man doch... Das macht doch keine Sau. Keine Sau bewegt sich dann Schritt. Da gibt sich da jeder die Kugel, oder? Aber wir haben keine Kugel. Man kann sich auch nicht selber das Genick brechen, oder? Einfach so mal richtig kräftig... Nee. Oh, Leute. Was ist hier jetzt los? Ergebnisse, hallo. Hallo. Ach, nicht, dass sie schon wieder im Kreis laufen. Hallo? Was? Ach so. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Hier sind wir noch gestartet, oder? Es sei denn, es gibt noch einen Raum, der genauso aussieht. Okay, ich habe eine Idee. Hier sind wir jetzt gleich abgebogen rechts, ne? Da gehen wir jetzt am... Ah ja, genau. Hier sind wir rechts abgebogen. Wir gehen jetzt geradeaus weiter. Hallo. Oh Gott, das ist so schlimm, wenn er so oft blinzelt.
obwohl ich das Blinzeln selber mache oft. Ich trottel. Hallo. Oh Gott, es wird immer dunkler. Jesus? Die Treppe. Progress. Hier sind wir richtig. Die Tür, geht die auf? Tür? Hallo? Nee. Oh Gott. Ist hier jemand? Irgendjemand? Selbst wenn es ein Monster ist oder so? Ich kann nicht. Ich kann. Oh. Umdrehen oder da runtergehen ist beides scheiße. Echt? Wieder umdrehen. Oh, was ist das denn? Oh Gott, jetzt fliegt hier so ein Vieh. Ich renne. Oh Gott. Geh doch weg, Mensch. Was? Was? Ich renne. Ich renne einfach. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Oh mein Gott, was ist das denn gewesen? Das war ein Totenkopf. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, wo bin ich? Was? Bin schon wieder an der Tür. Was ist das? Keine Ahnung, was da mehr. Ich renne jetzt einfach. Oh mein Gott, was ist das denn? Da steht ein Totenkopf rum. Ich dreh um. Oh mein Gott, ich renne in die andere Richtung. Ich glaube, wenn ich den Totenkopf berühre, ist immer Feierabend. Deswegen respawn ich immer. Oh Gott. Oh Gott, es wird heller. Es wird heller. Ich glaube, hier ist Sicherheit. Hier ist Sicherheit. Ich hab nein. Nein, da ist auch noch ein Totenkopf. Ich drehe mich um. Ich gehe wieder zurück. Oh Gott, jetzt kommt mir der andere Totenkopf entgegen. Jetzt bin ich eingekesselt. Nein. Hallo? Oh Gott, er ist schon da. Er ist schon da. Ich kann nicht. Ich kann, kommt der andere auch? Ich gehe jetzt einfach. Okay, kommt der die Treppe hoch? Bin ich hier oben sicher, Tür? Die Tür geht auch nicht auf. Was mache ich? Oh Gott. Oh Gott. Starr mich an. Ich starr mich. Ich habe gedacht, ich kann drüber springen. Links und rechts. Die kommen nicht hoch. Die kommen nicht hoch. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Was? Die gehen zurück. Die gehen zurück. Kommen die jetzt? Kommen die jetzt wieder? Was? Wo bin ich? Um Gottes Willen. Ich nehme einfach die Treppe runter. Es ist schwarz. Ich sehe absolut nichts. Oh man. A heart monitor? I can hear my heartbeat monitor. Ist es meiner? Sind wir jetzt gleich. Sterben wir jetzt gleich? My heart. Es ist wirklich. Was? Was das? That nein! Was my heart. Hallo? Was? Ich gehe jetzt hier einfach hoch. Instinktiv. Instinktiv geht. Vögel, Vögel, Vögel auf mich zu. Nein, wieso mit? Achso. Auf! Was ist da unten? Oh mein Gott, sind das so Wolken von diesem dunklen. Um Gottes Willen. Shit! Was? If some fucking asshole with a camera doesn't jump out of a corner right now, screaming, you're on candid camera, then there's only one other possibility. I'm dead! War das jetzt die Revelation tatsächlich?
Lag ich vielleicht doch richtig? Wir sind in dieser Zwischenwelt? Was sind denn diese Flashes immer? Hallo? Kommt es näher? Oh mein Gott, das ist der schwarze Rauch. Habt ihr den gesehen? Oh mein Gott. Der fliegt da oben lang. Geh jetzt einfach hier hinter. Geh mir nicht aus. Ich renne völlig orientierungslos. Hallo. What a racket. My guts are in knots. Jo. Hallo. Was sind das für Erdbeben? Dieses Rohr, was da hochführt, kann es sein, dass wir da irgendwie hoch müssen oder so? Ist das die Richtung? Ja, da vorne ist irgendwas. Irgendwas. Oh Gott, es kommt runter. Ich glaube, wir kommen immer näher. Was sind diese komischen Erschütterungen immer? Oh, ja, das kann natürlich sein. Wenn wir jetzt gleich... Unser Herz hat aufgehört zu schlagen mit diesem Heartbeep, haben wir es ja gehört. Vielleicht sind wir ja in einem Krankenhaus und die versuchen uns gerade zu... wiederzubeleben. Weißt du, dieses hier... Defibrillator. Ah, Fibrillation! Kinder, einfach unterm Weiterlaufen, like a boss. Fibrillation. Defibrillation. Die versuchen... Ja, die versuchen uns gerade wiederzubeleben wahrscheinlich, oder? Müssen wir da hoch? Ist hier eine Tür? Lampentür, gehst du auf? Die Tür geht. Was? Hallo? Hallo? Was? Huh. Ein langer Gang. Great. A hallway with a white light at the end. Oh. Nur das. Das ist ja symbolisch. Das Licht am Ende des Tunnels. Hallo? Musik ist so hypnotisierend. Hallo. Gehen wir ins Licht? Heißt es, das heißt doch dann aber, wir sterben, oder? Wenn wir ins... Also wenn die uns wirklich versuchen wiederzubeleben, sind sie sehr hartnäckig. Ich werde da hingedrückt. Was ist das da hinten? Das ist tatsächlich ein Operationssaal oder sowas, oder? Oder kann ich da dagegen? Ich komm. Was? Doch, das war irgendwie so ein Arztschemen jetzt in dem Flash. Was ist das? Das Tor? Was? Oh, ich glaube, ich weiß es. Das heißt. Was? Oh, es geht kaputt, glaube ich. Wir müssen schnell. Kann ich rennen? Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht. Die defibrillieren das Totending kaputt. Ich glaube, sie haben es geschafft. Gleich. Ja, jetzt bin ich drin. Hallo? Hallo? Komme ich noch rechtzeitig? Ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott. Dunkelheit. Völlige Dunkelheit. Kann ich mich drehen? Ja. Oh mein Gott, noch mehr Dunkelheit. Sie kommt näher. Oh Gott. Ich hoffe, das ist kein Bug. The End. Time of Death. 2:52. Es ist 2:52 Uhr. Mitten in der Nacht. Ja, ich habe aufgenommen in der Nacht. Die Systemuhr spielt mit. You must resist. The End. 2:52, 51. Was? Try to play the next night. Das war jetzt nicht das Ende, oder? Das ist doch... Wir hätten doch bestimmt was... Also ich fand das jetzt hochinteressant. Meine Gedanken zu den ganzen sind jetzt folgendes.
Wir sind, glaube ich, am Anfang, wir haben ja angefangen, da sind ja so diese Sirenen gewesen. Das sind ja vielleicht Sirenen von Rettungswagen gewesen. Vielleicht hatten wir einen Unfall oder so. Und dann sind wir quasi, also dieses ganze Gebilde hier ist quasi, ja, dieser Weg, dieser Zwischenweg in dieser Welt halt, diese Zwischenwelt von Leben und Tod. Und dann ist ja da unser Herz noch stehen geblieben. Wir hatten immer wieder diese Flashes, das war manchmal, ich habe schon gedacht, das sieht aus wie so Neonlampen, die wir manchmal hatten, die Flashes. Vielleicht liegen wir tatsächlich auf einem OP-Tisch und die versuchen uns zu retten. Und dann bleibt unser Herz stehen. Und jetzt am Ende, dieses Tor hat uns ja quasi zu sich hingezogen. Das war quasi das Friedenstor. Also das, da sind wir ja jetzt auch drin gelandet, wir sind ja jetzt tot. Und hinter uns, wo es uns weggedrückt hat, war der Operationstisch. Was ist, wenn wir trotzdem mit aller Macht gegen diesen, deswegen stand ja you must resist, wenn wir gegen diesen Druck in Richtung des Tores angelaufen wären, ob wir dann weiterleben hätten können? Ob die uns dann wiederbelebt hätten? Das ist echt hochinteressant. Mir hat das jetzt richtig gut gefallen. Jetzt, wir machen es jetzt so. Dieser Part, den habe ich euch jetzt so zur Verfügung gestellt. Sagt doch, wenn ihr vielleicht sehen wollt, wie wir das versuchen. Das ist so meine Theorie. Wir müssen zu diesem Operationsgerät da, was da stand, laufen am Schluss. Falls das geht, dann werde ich einfach nochmal bis dahin spielen und die Aufnahme starten und wir werden zusammen dahin laufen, um rauszufinden, was jetzt hier genau los war. Vielleicht sagt es uns ja. Ich weiß es nicht. Fand ich super. Ich muss sagen, na klar war es jetzt kurz und es ist sehr viel, aber es war echt schön gemacht. Da waren gute Momente drin. Man hat nicht so diese Panik, weil man immer verfolgt wird, aber es hat durchaus gereicht. Man war immer so auf den Zehenspitzen, also zumindest ich als Spieler. Fibrillation haben wir gespielt. Und ich bin immer noch, lustigerweise, wie ich darauf gekommen bin, ne? Diese gedankliche Brücke. Fibrillation, Defibrillation, dass wir wieder erweckt werden. Deswegen diese Erdbeben und so. Fibrillation. Ich glaube, das ist es. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich will mich fürs Zusehen bedanken. Ich bin Core-LPN-100 mit der Zahlen dran. Lasst mich doch wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt. Wir können da gerne ein bisschen drüber diskutieren. Fibrillation, ein Indie-Horrorspiel für 1,99. Könnt ihr euch selber kaufen. Einfach googeln. Das haben wir gespielt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bis dann.